Hallo liebe OV-Freunde, ich bin gerade bei der Freilichtbühne in Lohne und hier wird derzeit das Stück Heckenschnitt aufgeführt. Ich habe mich mal mit dem zweiten Vorsitzenden der Freilichtbühne, David Espelage, über das Stück unterhalten und für euch auch noch ein paar Impressionen gesammelt, was denn hier auf der Bühne überhaupt so alles abgeht. Viel Spaß! Ja David, Heckenschnitt, das klingt ja erstmal ganz lustig. Ist es das denn auch und worum geht es denn dabei überhaupt? Heckenschnitt ist auf jeden Fall lustig. Das ist unsere neue Komödie, die wir dieses Jahr spielen. Es geht um drei Schrebergärten und dazu auch die Schrebergärtner. In jedem Schrebergarten ist ein Pärchen. Dazu haben wir noch die Frau König, die eines Tages ihr ganzes Geld verliert. Das ganze Geld ist weg! Dadurch merken dann auch die anderen Schrebergärtner, dass sie ihr Geld verloren haben. Der Plan danach ist, den Bankdirektor zu entführen. Wir entführen Herrn Dr. Lauer und geben ihn erst wieder raus, wenn wir unser Geld wieder haben. Frau König, Sie werden ja richtig radikal auf Ihre alten Tage. Das haben die woanders auch schon gemacht. Ja, und wir können doch nicht. Er konnte auch. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Aber ich will mein Geld wieder haben. Was Sie dafür Probleme kriegen, kommt dann erst nach und nach. Hallo? Ist da jemand? Wo bin ich? Was geht hier vor sich? Das willst du nicht wirklich wissen. Sagen Sie doch was! Und wie ist bisher der Zuschauerzuspruch? Der Zuschauerzuspruch ist super. Wir sind super begeistert, fast ausverkauft bei jeder Aufführung. Ja, und wir spielen noch zweimal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Am Freitag, den 9.9. und am Samstag, den 10.9. jeweils um 19.30 Uhr. Wir freuen uns.